Ich mache einen Ausflug, denn wir nennen da der unbekannte Kreta. Diese Tour, der Anfang ist in Agios Nikolaos, wo wir können sehen, die See ohne Boden. Und hier sehen Sie die Bucht der Mirabello, denn total ist verändert durch die geologischen Veränderungen und nicht zu vergessen, die Tsunami. Gornja, eine alte minoische Stadt, so wie Knossos, und die steht hier doch authentisch, so wie war früher. Pachia Amos, das ist der Hauptstadt von den Venezianern, denn er war hier 500 Jahre lang in Kreta, ein pittoreskes kleines Dorf. Irapetra, eine sehr schöne, eine alte und moderne Stadt, die gebaut wird in den letzten 10 oder 20 Jahren. Und das ist nach, denn ein Mann ist gekommen hier in Holland, und habe eine Idee gegeben, um die Wohlfahrt überzubringen, durch hier Gewächshäuser zu bauen. Die Gewächshäuser, und dann kommen wir in einen Platz, noch mehr Plätze, denn die ganze Geschichte von diesem Platz ist genauso wie die in der Bibel. Und so nennen wir doch diesen Platz einen heiligen Platz. Krusta, das ist ein schön pittoreskes Dorf, weil der Mann, der war hier ein Heimlich, dann haben wir erzählt alles und das alles bekommen Sie zu hören, weil wir machen diese Tour. Die Weg nach Kataro und das ist ein schönes Plateau, weil Sie können Sie sehen, alle freie Tiere unterwegs, Ziegen und noch mal mehr. Diesen Platz, dann sehen wir und dann gehen wir auch nach einer unbekannten, doch sehr bekannte Frau, denn ist Mama Katharina. Kriza, das ist ein kleines Dorf, weil Sie können doch noch da alles kaufen, Handarbeit. Also müssen Sie doch noch vorsichtig, doch viel diese kaufen. Sie haben die Zeit da, eine Stunde, um alles zu sehen und zu kaufen. Die Schlucht von Kriza, eine sehr schöne Schlucht, kleines, so wie Samaria. Da können Sie doch in 2 Stunden durch diese Schlucht laufen. Das ist der heilige Baum, das identisch nach dem Baum, wo ein Pater von Belgien, Pater Damian, da gelebt hat in Hawaii und geschlafen hat unter den Bäumen. Und dieses doch noch Leute, nämliche Leute, nennen den Baum ein heiliger Baum.